Im letzten Part haben wir einige Level geschafft, aber jetzt war ich zu dämlich, meine Stimme aufzunehmen. Und jetzt habe ich mir gedacht, holt dir einfach ein anderes Opfer dazu, das mitreden kann. Stell dich mal vor, anderes Opfer. Ja, ich bin Opfer Nummer 2. nein, ich bin Marky vom Kanal Face to Face im H. Vicky hat mich eingeladen und diese Einladung hat mir reingenommen, weil es ein super Kanal ist und ihr solltet alle reinschauen und ja. Ja, dann starten wir doch einfach. Voll, weil das auf meinem Kanal ist. Naja, ich bin ja gerade in so einem Wasserlevel, wo das Wasser gekühlt wird und wenn es sich aufhitzt, stirbt man. Relativ blöd. Also ist so eine Aquariumheizung drin oder was ist das? Nein, das ist eigentlich Lava, das Wasser, aber da ist so ein Seelöwe, wenn man auf den drauf springt, kühlt er das Wasser. Frag mich nicht, wie das geht. Das ist logisch. Irgendwo. Oh ja, das ist die Logik hoch 10. Irgendwann. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, immer schön auf den Seelöwen drauf. Ja, ja. Aber ich dachte mir, wir reden jetzt nicht wirklich so richtig über das Spiel, sondern einfach so random irgendwas. Also ich glaube, das Thema, was jetzt wirklich ganz penetrant ist, ist ja Mario Kart 8 ist heute rausgekommen. Ja. Und ich habe es mir schon geholt. Ja. Und meine Meinung dazu ist, es ist episch. Ja. Ich muss sagen, ich mag solche kleinen Details, dass wenn man zum Beispiel durch den Sand fährt, dass auch... dass dann die Reifen so gelb werden und wenn man dann ins Wasser fährt, dass die dann sauber sind. Solche Details mag ich. Ja, Mario Kart 8, episch, ist ja klar, ja. Ich meine, Nintendo, die hauen nicht einfach so ihre AAA-Titel raus, so wie Activision, ihr Call of Duty oder EA, ihr Battlefield, also. Ja, genau. Die stecken da Liebe rein und bringen das erst raus, wenn es fertig ist. Mhm. Und, ja. Und nicht mit 10.000 Bucks. Ja, genau. Du sagst. Da kann der Marki ein Lied von singen. Oh. Das ist der einzige Grund, warum ich noch Battlefield 3 spiele. Also. Ja. Aber, ja, also, wir haben ja auch eine Wii U, aber ganz ehrlich gesagt, es wäre nicht so, als wenn ich nicht heiß darauf wäre, aber ich habe einfach viel zu viel zum Spielen und viel zu wenig Zeit zum Spielen. Das ist das Problem. Ja, das kenne ich. Ja. Apropos Wii U, weißt du, es gibt neue Smash Bros. News. Es wird die Kompatibilität mit GameCube-Controllern geben für das Wii U Smash. Ja, hab ich schon gesehen, da kannst du einen Zusatz kaufen, da kannst du einen GameCube-Controller anschließen, was ganz dringend nötig war, weil für Smash Bros. Brauchst du einen GameCube-Controller. Ja, ja. Definitiv. Also ich weiß noch nicht, wie es sich mit dem Gamepad spielt, aber ich bin halt mit dem GameCube-Controller geschult. Ja, GameCube-Controller ist perfekt für Smash Bros. Das ja, auf jeden Fall. Der Nintendo 64-Controller kann es einfach nicht und in Melee war einfach der GameCube-Controller perfekt. Ja, ich habe schon Leute erlebt, die haben das dann mit dem mit der Wiimote probiert und dann gesagt, ist das ein Blödsinn, das geht doch gar nicht. Ja. Ich spiele auch schon mit Wiimote, also. Naja, am Anfang habe ich mit Wiimotes gespielt, weil ich da keinen GameCube-Controller hatte. Und da, es ging, aber es war blöd, muss ich sagen. Naja, aber einmal GameCube, immer GameCube. Sag ich mal. Ja, ich meine mal, die 3DS-Version ist ja gar nicht mehr so lang hin. Ja, Sommer 2014, ne? Ja, wir haben jetzt Sommer. Merkt man nicht gerade wirklich vom Wetter her bei uns? Ist relativ wolkig. Ja, ich meine, unser Pool ist schon eingelassen. Für den Fall. Ihr habt einen Pool? Ja, selber gebaut. Mein Vater hat mal beim Wiederbau gearbeitet. Das heißt, der ist da richtig gut geschult und so. Aber ich sag dir, das war eine Qual, das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Alleine, also wir haben jetzt nicht wirklich, wir können uns jetzt dann wirklich nicht so leisten, einen Kran dorthin zu packen, weil das irgendwie so ganz eingekesselt ist, unser Garten. Und so groß ist der jetzt auch nicht. Also haben wir Schaufeln genommen und einen Graben geschaufelt, einen großen. Oh, kannst dir vorstellen, wie lang das gedauert hat. Ja, wie anstrengend das erst war, ja. Oh ja. Ja, und dann kam halt immer Technik und Gerüst und so alles und jetzt haben wir halt endlich einen Pool. Also den hatten wir letztes Jahr auch schon und ich sagte, letztes Jahr hatten wir den echt dringend nötig, weil letztes Jahr war irgendwie heißestes Jahr oder so. Ja,
Letztes Jahr war ein Rekorder, ja. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Jahr kommen Rekorde der Kälte. Okay. Dieses Jahr verbringe ich meinen Sommer in Animal Crossing, ja. Ich habe schon vorgenommen, da ist immer schön. Ja, ja. Naja, manchmal Regen, aber hey, Regen auch. Das ist mein Auto. Ja. Na, wie gesagt, Mario Kart 8, also habe ich so die ersten Videos gesehen habe, sieht top aus. Meine Frage. Sieht sich auch top, muss ich echt sagen. Und ich finde dieses Mario Kart TV ist auch richtig cool. Ja, das ist das, was live aufnimmt, wo du dann hochladen kannst. Ja. Und ich finde auch cool, wie die, wie man, also ich habe jetzt mal den Grand Prix so komplett durchgespielt. Ja. Und immer nach einem Rennen steht dann halt das so, warte, was stand da? Highlights ansehen und dann werden dort halt die besten Highlights gezeigt, wenn man zum Beispiel von einem blauen Panzer getroffen wurde, wird das gezeigt, wer den geschossen hat, wie man abgefetzt wird und wie sich der Schießer dann freut. Und das kann man dann halt auch so in Slow Motion oder Fast Forward abspielen. Das finde ich richtig cool eigentlich. Ja, das ist echt cool. Ja. Und kann ja, was. Grafik können, müssen wir nicht reden, ist einfach toppel. Ja, es ist halt Nintendo-Liebe dahinter. Also, oh ja. Die, wie gesagt, bringen viel Liebe dahinter, denen geht es nicht hauptsächlich ums Geld. Ja, ich sag dir, ich habe ja auch diese Smash Brothers Screenshots gesehen, immer diese täglichen von Sakurai. Mhm. Und da sind so viele Details drin. Das ist echt cool. Ja. Wie es zum Beispiel bei diesen Plattformen, wenn man stirbt, wo man da immer drauf steht, da ist da unten irgendwie so, keine Ahnung was das ist, aber irgendwie werden die von gelb zu rot, das zeigt halt, wie lange man irgendwie draufbleiben kann. Okay. Und das finde ich halt cool. Ja. Halt diese Details immer. Ja, diese Liebe zu dem Detail auf der Stimme. Das hat man auch schon bei älteren Spielen gesehen, also unter Anführungszeichen älteren Spielen wie Super Mario Galaxy zum Beispiel. Auf jeden Fall. Aber ich finde teilweise diese Super Smash Bros. Ankündigungen von Nintendo teils etwas, wie soll ich sagen, lächerlich schon fast, wenn dann auf einmal heißt es, Luigi ist dabei! Jetzt gedacht. Nee, echt jetzt, oder? Ich meine, so die Bombe haben sie von Anfang an rausgehauen mit Mega Man. Also oh, Mega Man ist ja super. Und dann Wii Fit Tante. Dachte ich mir, okay. Also wer will die jetzt unbedingt spielen? Aber Mega Man ist saugeil. Also Mega Man ist super. Das kann was. Mega Man ist top. Ja, die 3DS-Version holen wir uns auf jeden Fall. Die Wii U-Version holen wir jetzt auch auf jeden Fall, aber ich habe schon zu meinem Bruder gesagt, also wir haben ja, also mein Bruder hat eine Wii U, aber ich habe gesagt, ich kaufe mir selber eine Wii U, sobald ein neues Zelda rauskommt, richtig gut ist. Dann auf jeden Fall, dann ist das Ding Pflicht. Also ich sag mal, Stichwort E3. Ja, wenn sie da jetzt nicht wirklich mal wirklich einen Trailer zeigen und sagen, jetzt kommt es dann, dann hat Nintendo echt ein Problem, weil die müssen das jetzt machen. Naja, was mit Hyrule Warriors? Ja, Hyrule Warriors ist halt irgendwie so ein Crossover von Zelda und Dynasty Warriors. Also ich glaube, das ist irgendwie... Aber ich glaube schon, dass es Canon sein wird. Ja, es ist halt... Irgendwie so nach Skyward Sword, glaube ich, ist das dann... Das ist halt das perfekte Spiel für meinen Bruder zum Beispiel, weil der ist ein riesen Zelda-Fan und ein riesen Dynasty Warriors-Fan. Und da ist das Spiel perfekt. Ja. Ja, das ist einfach toll. Und jetzt werde ich genervt. Ich merke es gerade, ja. Ja, müsst ihr kurz aushalten. Naja, aber auf jeden Fall Smash wird das nächste wirklich Top-Titel sein, auf den ich mich freue. Ja, also für ein 3DS würde ich mir auf jeden Fall. Da gibt es mal einige Online-Partien mit Skype-Konferenzen, wo... Oh ja. Geschrieben wird und dann wird mal Curve Fever wieder. Die längste Zeit wird mal Curve Fever gespielt worden sein, wenn wir alles Smash Bros. Haben. Also, Gott. Weil Henrik hat ja auch ein 3DS und so mit. Ich glaube, Henrik wird sich auch Smash holen. Ich bin da gespannt, wie es sich steuert auf dem 3DS. Ja, das ist halt der Knackpunkt, würde ich jetzt mal sagen, weil. Also ich glaube, die Steuerung zwischen 3DS und Wii U wird relativ ident sein, weil. Es gibt ja bei 3DS und Wii U auch dieses viereckige A, B, X, Y Dingens. LR gibt's auch.
Und halt auch dieses, also nicht wirklich Schiebepad gibt es nicht bei beiden, aber sowas ähnliches halt. Ja. Also. Ja, beim 3DS habe ich halt die Befürchtung, weil beim GameCube-Controller zum Beispiel tust du auf Z. Was machst du auf Z? Auf den C-Knöpfen meinst du, oder? Ja, genau. Dass man da die Smash-Attacken machen kann auf C. Ja, eben. Das habe ich immer viel feiner gefunden, also weil es sonst eben manchmal nicht ganz funktioniert hat. Mhm. Aber ich bin mir schon jetzt ziemlich sicher, dass ich auf dem 3DS mit Steuerkreuz spielen werde und nicht mit Schiebepad. Also irgendwie kann ich mit dem Steuerkreuz überhaupt nicht umgehen, finde ich. Ja, auf dem normalen 3DS habe ich es auch nicht gekonnt, aber auf dem XL geht's ganz gut. Auf dem normalen, da hast du ja dieses Mini-Teil in der Hand und da bekommst du einen Krampf in den Finger. Oh Gott. Na, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Part. Wir sehen uns für 5 andere. Bis gleich.